Ja, schönen guten Abend. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich am geschicktesten stehe. Hallo, hallo. Ja. Ja, es geht um einen Ausschnitt aus einer Studie, die Rüdiger Weiß, Stefan Lux und ich durchgeführt haben für den Sachverständigenrat für Verbraucherfragen beim Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Daraus eben ein kleiner Vorab-Aspekt zum Thema Scoring. Risiko, seine Abschätzung, seine Minimierung und Absicherung sind die zentralen Fragen der modernen Ökonomie. Dazu muss man Prognosen erstellen, die bekanntlich besonders schwierig sind, wenn sie die Zukunft betreffen. Der Ursprung dieses schönen Bonmots ist ungewiss, wird aber eben einem dieser drei Autoren, einem Komiker, einem Schriftsteller und einem Physiker wahlweise zugeordnet, interessante Gruppe von Leuten. Dieser Spruch heißt umgekehrt aber nicht etwa, dass Prognosen, die die Vergangenheit betreffen, einfacher seien. Immerhin haben wir den Vorteil, dass wir wissen, was in der Vergangenheit dabei rausgekommen ist, aber um ein Datenmodell zu erstellen, das aus historischen Daten auf das historische Ergebnis schließen lässt, ist keinesfalls trivial. So ungefähr funktioniert das. Man nehme Massendaten bekannter Fallgeschichten, hier die unabhängigen Faktoren Alter, Geschlecht und so weiter auf der einen Seite und das Ereignis, um das es jeweils eigentlich geht, also eine Kreditrückzahlung oder ein Versicherungsfall oder ähnliches auf der anderen Seite. Und man suche also per Regressionsanalyse nach einer Korrelation dieser beiden Datensätze, die dann zu verschiedenen Graden mit dem Eintreffen dieses fraglichen Ereignisses korreliert sind. Damit erhält man ein Datenmodell mit gewichteten Faktoren, das ist sozusagen die geschweifte Klammer in der Mitte. Dann validiere man dieses Modell, reduziere Störgrößen, vermeide Überanpassung, Ausreißer und so weiter, also der übliche Statistikfu. Und dann gebe man wieder historische Daten in das Datenmodell und kann dann sehen, mit welcher Wahrscheinlichkeit das historisch tatsächlich eingetroffene Ereignis von diesem Modell vorausgesagt wird. Ist das einigermaßen so im Bereich von 80%, ist besser als 50%, das wäre Münze werfen, reiner Zufall, aber wenn das Modell mit 80% auf Kreditrückzahlung schließen lässt, dann gilt es als robust und kann auf aktuelle Fälle losgelassen werden. Also nimmt man dann die konkreten Faktoren eines Einzelfalles, lässt sie durch dieses Datenmodell laufen und erhält dann die Eintreffenswahrscheinlichkeit des fraglichen Ereignisses, sprich den Risikoscore. Daran schließt sich die eigentliche Entscheidung an. Also wenn die Schufa beispielsweise sagt, jemand hat einen Kreditscore von 90, dann schließt sich daran die Entscheidung, sollen wir das Risiko eingehen und dem einen Kredit geben und wenn ja, wie hoch sollen wir das absichern. Diese Gewichtungsalgorithmen sind in aller Regel geheim. Hier mal ein Beispiel aus dem Kreditwesen in den USA. Also man sieht, wer ein Giro- und ein Sparkonto hat und ein Kreditkartenkonto, kriegt viele Punkte. Wer in der Vergangenheit schon mal einen Kredit nicht zurückgezahlt hat, kriegt Punkte abgezogen. Das Alter spielt ja noch eine Rolle. Klar, je älter die Leute, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre Kredite zurückzahlen. Wobei interessanterweise die jüngste Gruppe nicht als die riskanteste gesehen wird, sondern das sind die 26- bis 31-Jährigen. Hier ein paar Anwendungsfelder für Scoring. Ich werde mich im Folgenden auf das Versicherungswesen konzentrieren, aber jegliche finanziellen Transaktionen werden darüber gescored. Auch die Bewertung von anderen Händlern auf eBay ist ein Scoring-Verfahren. In der Medizin wird es eingesetzt, um die Wahrscheinlichkeit von Krankheitsverläufen vorherzusagen, Erdbebenvorhersagen, Predictive Policing. Also man erinnere sich an Horst Herolds Rasterfahndung aus den 70er Jahren, das spielt da auch mit rein. Bei Suchmaschinen gibt es einen Relevanzscore.
und schließlich als sozusagen der Klimax einer Vision, einer Gesamtgesellschaft, die gescored wird, bereitet die chinesische Regierung gerade etwas vor, was sie sozialen Kredit nennen und was ab 2020 für alle Bürgerinnen und Bürger und alle Firmen in China verbindlich eingeführt werden soll. Kann ich gerne im Anschluss noch ein bisschen mehr zu erzählen, wenn es Interesse daran gibt. Wo kommen die Datenquellen her? Die Personenwaage war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eines der ersten Messinstrumente, das eingesetzt worden ist für große Messreihen und damals bereits, also da ist dann ein statistisches Normalgewicht daraus konstruiert worden, das damals bereits für die Risikoabschätzung bei Versicherungen verwendet worden ist. Noch 2004 schreiben 5 Autoren aus den Verkehrswissenschaften und aus der Versicherungswirtschaft in einem Bericht für die Bundesanstalt für Straßenwesen, dass mit der Kombination von 3 Risikomerkmalen, Geschlecht, Alter und Anzahl der Verkehrszentralregistereintragungen, eine umfassende Risikodifferenzierung erreicht werden könne. Mehr braucht es eigentlich nicht. Allerdings erwähnen die Autoren weitere Tarifmerkmale, die nach der Deregulierung des deutschen Versicherungsmarktes in den 90er Jahren eingeführt wurden. So gibt es Rabatte für Neuwagen, Wenigfahrer, Versicherungsnehmer im mittleren Alter oder Polizeibeamte und Absolventen eines Sicherheitstrainings. Umgekehrt gibt es Zuschläge für alte Fahrzeuge, Vielfahrer, Fahrzeugtypen mit besonderem Risiko und Fahrzeuge, die in osteuropäischen Ländern verwendet werden. Allerdings zeigt die Studie, dass sich nur sehr wenige dieser Merkmale als wirksame Prädiktoren eignen. Was hat sich seit dem 19. Jahrhundert verändert? Die Personenwagen waren natürlich noch nicht am Internet damals. Seither tragen wir mächtige Rechengeräte ständig mit uns rum. Die enthalten bereits eine Menge Sensoren. Weitere Sensoren breiten sich in unserer Umwelt aus, aber auch am und in unserem Körper. Internet of Things produziert weitere Datenmengen. Wir sind es gewohnt, Daten über soziale Medien zu teilen. Außerdem haben wir heute Big Data, Cloud, künstliche Intelligenz, Cyber. Weil wir es können, wird jeder Datenstrom, den wir absondern, für Scoring verwendet. Dabei hilft ein Mentalitätswechsel. In den 1980ern gab es noch Massenbewegungen gegen Volkszählung und den maschinenlesbaren Ausweis. Heute gibt es Massenbewegungen von Post-Privacy und Self-Tracking. Hier sehen wir den deutschen Zweig der Quantified Self-Bewegung und man sieht auch, die gute alte Personenwaage spielt weiterhin eine wichtige Rolle. Hier einmal ein konkretes Beispiel. Die Kfz-Versicherung Bonus Drive von der Allianz. Man sieht, richtet sich besonders an junge Fahrer, darum geht es. Wir haben mit Personen zu tun, die noch keine Kredit- oder Versicherungs- oder Unfallgeschichte haben. Und wenn die dann einwilligen, sich tracken zu lassen, eingesponnen zu werden, hier in Smartphone, Auto, Radio, Stecker, auch interessant, und damit nachweisen, durch ihre Verhaltensdaten nachweisen, dass sie sich vorsichtig verhalten, dann können sie Rabatte bekommen bis zu 40%. Hier nochmal konkreter, welche Datenströme von einem solchen Telematikauto ausgehen. Wir sehen hier den Technikdienstleister Octo Telematics, 2002 in Italien gegründet. Die bauen und betreiben solche Systeme für mehr als 60 Versicherungsunternehmen in 23 Ländern, unter anderem eben für die Allianz. Dafür wird eine Blackbox ins Auto gebaut mit Beschleunigungssensor, GPS, SIM-Karte, möglicherweise noch anderen Sensoren. Und die senden dann, diese Blackbox sendet dann Geodaten, die Richtung, in die gefahren worden ist, Bremsverhalten, Beschleunigung, Kurvenfahrverhalten, Zusammenstöße, Dauer und Distanz einer Fahrt und Straßenart. Die werden erfasst und an Octo übertragen. Als Zusatznutzen werden dann noch weitere Dienstleistungen angepriesen, zum Beispiel das Wiederfinden eines Autos nach Diebstahl. Hier ein Beispiel aus dem Gesundheitsbereich. Selbe Idee natürlich, lasst euch tracken und ihr werdet belohnt. Interessant hier dran ist dieser Aspekt Bewusstmachen. Diese Telematiksysteme geben nicht nur Feedback an die Versicherungsunternehmen, sondern auch an die Nutzer selber.
die dann beispielsweise sich Gewichtsziele setzen können und mit diesen Trackern den Erfolg monitoren können. Gamifizierung ist eine beliebte Strategie der Verhaltenssteuerung. Hier sehen wir die Sparkassen-Direktversicherung, die als eine der ersten in Deutschland eine Kfz-Telematikversicherung angeboten hat, dann aber zum Jahresende 2015 eingestellt hat. Die Kundenzufriedenheit sei sehr hoch gewesen, allerdings auch der Preis mit 100 Euro pro Kunde und Jahr. Das heißt, die arbeiten jetzt erstmal dran, für ein Nachfolgeprodukt den Preis runterzubringen. Aber solange es lief, das sehen wir hier, sind die Nutzer angehalten worden, um den Highscore des Monats miteinander zu wetteifern. Der neueste Trend ist es, Facebook-Posts zu verwenden, um den Preis einer Versicherung zu bestimmen. Admiral, eines der größten britischen Versicherungsunternehmen, hat das Angebot First Car Quote entwickelt, eine Versicherung für die digitale Generation. Die Idee war, um ein Angebot zu bekommen, sollte eine Anwärterin, Admiral, den Zugriff auf ihren Facebook-Account geben. Dann hätten ihre Textposts linguistisch analysiert werden sollen nach Anzeichen, ob sie gewissenhaft und gut organisiert sei. Kurze Sätze, die Verwendung von Listen, Verabredungen mit Freunden mit konkreten Zeit- und Ortsangaben statt nur mit heute Abend sprechen dafür. Umgekehrt seien Ausrufezeichen, die häufige Verwendung von immer und nie statt vielleicht Anzeichen allzu großer Selbstsicherheit und damit natürlich von Risiko. Facebook hat dem umstrittenen Angebot im letzten Moment vor dem im November geplanten Start dieses Angebotes einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es hat Admiral den Zugriff auf die Daten seiner Nutzer untersagt, obwohl der Testbetrieb natürlich mit Einverständnis von Facebook seit Monaten vorher gelaufen ist. Auf die Begründung komme ich gleich noch zu sprechen, die ist ziemlich interessant. Stattdessen verwendet Admiral jetzt einen Fragebogen mit 10 Fragen, sieht man da unten, aber sie verlangen weiterhin das Facebook-Login. Die Einführung solcher Angebote geht immer einher mit einer Rhetorik von Objektivität und Fairness. Algorithmen haben keine Vorurteile, sie suchen nur nach statistischen Korrelationen verschiedener Datenpunkte. Die Verfahren, wird stets betont, seien wissenschaftlich fundiert und werden eingesetzt mit Unterstützung durch führende akademische Einrichtungen. Das ist ein Zitat aus der Pressemitteilung von Generali. Welche Einrichtungen das sind, wird allerdings nicht gesagt. Auch die Schufa hebt hervor, Kreditscores sind frei von subjektiven Faktoren. Nun wissen wir aber, dass sich Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung und so weiter erstaunlich leicht aus unverfänglichen Daten ableiten lässt. Und wir wissen das unter anderem dank Michael Kosinski, dessen Verfahren von Cambridge Analytica bei Brexit und Trump verwendet worden ist. Hier aus der ursprünglichen Forschungsarbeit von Kosinski von 2013, da sind im Schnitt 70 Facebook-Likes verwendet worden, um diese Merkmale von Menschen mit dieser Wahrscheinlichkeit vorherzusagen. Also es waren Freiwillige, die da natürlich diese Informationen im Nachhinein auch selber preisgegeben haben, um das überprüfen zu können. Fairness. Also es wird gesagt, das ist eine gute Sache, auch für Verbraucher, weil es schützt sie vor Überschuldung. Die Idee ist, Leute überschätzen sich, gehen Verpflichtungen ein, die sie da nicht einhalten können und die Algorithmen wissen das besser als du selber. Außerdem verhindern sie Zahlungsausfälle für die Unternehmen, sorgen damit für geringere Kosten. Ob die Kosteneinsparungen dann an die Kunden weitergegeben werden, ist allerdings eine zweite Frage. Dann wird gesagt, naja, das ist ja eigentlich eine Solidargemeinschaft, alle Versicherten, und da wird irgendwie das Risiko umverteilt. Das ist aber unfair, weil es gibt Leute, die sich eben systematisch risikominimierend verhalten und die müssen ja die bösen, riskanten Menschen quersubventionieren. Das wird damit auch unterbunden. Im Prinzip bezahlt jeder für das Risiko, das er selber darstellt. Schließlich ist es natürlich immer freiwillig und
Es wird ausschließlich für Rabatte verwendet, niemals für Strafzahlungen. Das hat einerseits sicherlich Marketinggründe, das hat aber auch gesetzliche Gründe, denn es wird im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz oder auch Antidiskriminierungsgesetz genannt, vorgeschrieben. Soweit zum Überblick über das Phänomen Scoring und nun zur Diskussion. Datensparsamkeit, Erforderlichkeit und Zweckbindung sind die Grundprinzipien des Datenschutzes, jetzt auch in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung verankert. Diese werden durch Scoring systematisch unterlaufen. Das ist der Zusammenhang, der hier in einer Studie von der Universität Oldenburg klar dargestellt wird. Je mehr Informationen, desto besser die Prognose. Also seinem Wesen nach ist Scoring das genaue Gegenteil oder zielt auf das genaue Gegenteil von Datensparsamkeit. Auch die Zweckbindung ist hinüber, denn Fahrzeugtrainingsdaten, Posts auf Social Media produzieren wir ja nicht zu dem Zweck, Prädiktoren für Risiken, das heißt Faktoren für eine Preisdifferenzierung zu liefern. Da aber Daten, wie wir wissen, das Öl des 21. Jahrhunderts sind, sehen wir eine Rhetorik, die diese Probleme beiseite schaffen möchten, und zwar an höchster Stelle. Dobrindt, Gabriel, Merkel, alle blasen ins selbe Horn. Wir brauchen Datenreichtum statt Datensparsamkeit. Wir brauchen Datensouveränität, was immer das heißt, statt Datenschutz. Daran schließt sich die Forderung an, dass diese Rhetorik vom Datenschutz als Innovationshindernis aufhören muss und einem klaren Bekenntnis zur Sicherung von informationellen Grundrechten weichen muss, auch im Internet. Als Facebook im November Admiral den Zugriff auf Posts verweigert hat, berief es sich auf seine Plattform Policy. Darin steht, Facebook-Daten dürfen nicht verwendet werden, um Entscheidungen zu treffen über Bewerbungen oder die Konditionen von Krediten. Das sagt Facebook nun nicht etwa, weil der Datenschutz seiner Nutzer ihm am Herzen läge, sondern weil es sich vorbehält, dieses Geschäftsmodell selber zu betreiben. Gleichwohl gibt es gute Gründe, dass auch eine verfassungsrechtliche Abwägung der Auswirkungen von Social Media Scoring auf das Grundrecht der freien Meinungsäußerung ein solches Verwertungsverbot normieren würde. Die informierte Zustimmung, das Opt-in, ist ein weiteres Grundprinzip des Datenschutzes, von dem man oft hört. Ich denke allerdings ein ziemlich schwaches. Wir sehen das jetzt bei der Vorschrift, dass Cookies angezeigt werden müssen auf Sites. Wir kriegen jetzt also immer unten diese Banner, wo dann steht, ja, okay, ich lasse Cookies zu, ich akzeptiere Cookies, oder nein, Seite verlassen. Hammer, echt was gewonnen. Die Lösung, Privacy, also Opt-in ist natürlich notwendig, aber es ist nicht hinreichend. Wir wissen durch Umfragen, dass mindestens 30% in Deutschland bereit sind, Daten gegen Rabatte preiszugeben. Auch in dieser Situation bei freiwilliger Preisgabe muss Privacy by Design gesichert sein, zum Beispiel durch Differential Privacy, die vor allen Dingen Rüdi in seinem Teil unserer Studie ausführlich beschrieben hat. Das Privacy by Design ist eine öffentliche Aufgabe der digitalen Daseinsvorsorge, die gesichert sein muss. Und ein Verfahren, um das abzusichern, ist Zertifizierung durch unabhängige Stellen. Nur so haben Verbraucher die Chance, sich darauf zu verlassen zu können, dass da, wo vertrauenswürdig draufsteht, auch tatsächlich Vertrauenswürdiges drinnen steckt. Anders als bei der Browser-Erweiterung Web of Trust, an die sicher wahrscheinlich noch viele erinnern werden. Wenn man mit Daten arbeitet, sind falsche und veraltete Daten natürlich immer ein Problem. Dieses Problem wird an Nutzer geoutsourced. Der Chaos Computer Club hat seit Jahren einen Datenbrief gefordert, also Unternehmen, die Daten über mich haben, müssen einmal im Jahr mich davon unterrichten. Im Bundesdatenschutzgesetz haben wir immerhin einen Anspruch auf Auskunft und Korrektur, den wir allerdings wahrnehmen müssen aktiv. Und in Bezug auf Scoring heißt das, die innerhalb der letzten 6 Monate erhobenen Wahrscheinlichkeitswerte sowie die zu ihrer Berechnung genutzten Datenarten müssen bekannt gegeben werden. Das reicht natürlich nicht aus.
sondern die konkret verwendeten Daten in einem Einzelfall müssen hier mitgeteilt werden. Beim Verbraucher stellt sich zunehmend das Gefühl ein, vollkommen transparent zu sein für Institutionen, die selber vollkommen intransparent Entscheidungen über uns treffen. Wir wissen, Algorithmen können systematische Verzerrungen und Diskriminierungen produzieren. Merkel sagte auf den Medientagen in München im Herbst, ihre persönliche Meinung sei, Algorithmen müssen transparenter sein. Daraufhin hat Thomas Jatzombek, der medienpolitische Sprecher der CDU, gleich zurückgerufen: Nein, 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 die Kanzlerin hätte jetzt nicht gefordert, dass Google und Facebook ihre Kronio-Wählen veröffentlichen müssten. Was sie gemeint hätte, sei, dass das Zustandekommen, Moment, dass Facebook und so weiter Informationen geben müssten, wie Algorithmen im Großen und Ganzen funktionieren. Tatsächlich enthält das Bundesdatenschutzgesetz in Bezug auf Scoring den Anspruch auf Auskunft über das Zustandekommen und die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitswerte einzelfallbezogen und nachvollziehbar in allgemein verständlicher Form. Die Schufa jedoch sagt, geht nicht. Wenn wir unsere Algorithmen öffentlich machen würden, würde das betrügerischen Manipulationen Tür und Tor öffnen und außerdem unseren Konkurrenten erlauben, unser Geschäftsmodell zu klauen. Und sie verweisen auf eine Studie, die einen Zusammenhang hergestellt hat zwischen der Subprime-Hypothekenkrise und transparenten, manipulierbaren Scores in den USA. Nehmen wir mal an, dem ist so, dann gibt es immer noch die Möglichkeit eines unabhängigen, vertraulichen In-Kamera, also hinter verschlossener Tür, Auditing. Und da kann man dann Geheimhaltungserklärungen ohne Ende draufschmeißen, aber die Leute, die diese Arbeit machen, müssen Zugang bekommen zu allen Datensätzen und Algorithmen und Trainingsdaten, die hier relevant sind. Von Leuten, die sowas machen, habe ich mir sagen lassen, dass das zwar prinzipiell möglich ist, aber selbst mit vollem Zugriff auf alle Algorithmen, Daten und so weiter, ist es schwierig nachzuvollziehen, wie die zusammenspielen, ob da ein systematischer Bias drin ist und welche Ergebnisse sie in einem Einzelfall produzieren würden. Es ist in jedem Fall eine elende Puzzlearbeit, aber irgendjemand muss sie ja machen. Ich hatte in Bezug auf das Facebook-Beispiel gesagt, wir müssen Grenzen ziehen. Das hat der Europäische Gerichtshof 2011 gemacht. Er hat gesagt, die Gleichstellung von Mann und Frau ist ein so fundamentaler Grundwert, dass Versicherungsprämien und Leistungen nur geschlechtsneutral angeboten werden dürfen. Nun wissen wir, Frauen leben länger und das ist relevant für Renten und Lebensversicherungen. Dennoch hat das Gericht entschieden, ja, es geht, es macht Sinn, aber es darf nicht sein. Das ist ein guter Präzedenzfall, auf den man zurückgreifen kann. Und selbstverständlich muss es die Möglichkeit geben, gegen fragwürdige Entscheidungen für Verbraucher niedrigschwellig Einspruch zu erheben und eine Einzelfallprüfung zu fordern, bei der die in die individuelle Entscheidung eingegangenen Daten auch geprüft werden und gegebenenfalls mit den lokalen Logbuchdaten abgeglichen werden. Sobald Daten meine persönliche Geräteumgebung verlassen, in der ich überhaupt noch die Möglichkeit habe, sie zu kontrollieren, ist es vorbei mit der Kontrolle. Beim Scoring gehen üblicherweise die Gesundheits- und Fahrverhaltensdaten und so weiter erstmal an ein Unternehmen, das daraus dann den Risikoscore errechnet und den und nur den der Versicherung mitteilt. Allerdings werden Daten auch mit Marketing und anderen Partnern geteilt. Vitality zum Beispiel wird damit beworben, dass man damit auch Rabatte von Sportartikelherstellern und so weiter bekommen kann. Eine Lösung dafür ist, die Daten werden lokal und nur lokal beim Verbraucher gesammelt und vorverarbeitet und nur in der für den Score erforderlichen aggregierten Form übermittelt. Querverweis hier, das BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationsgesellschaft, hat in seinen 10 Datenschutzpunkten zum Smart Metering festgestellt, dass vor Ort der Stromverbrauch viertelstündlich erhoben wird, was für Verbraucher auch interessant ist, wenn man gucken will, welche Geräte jetzt besonders viel Strom ziehen.
Aber für die Abrechnung ist es nur erforderlich, den Jahresstromverbrauch zu wissen. Also die Daten müssen nicht viertelstündlich übertragen werden, sondern sie können lokal aggregiert und erst dann übertragen werden. Und auch dann sollen sie abgesichert werden, zum Beispiel mit Differential Privacy. Wer entscheidet? Ich hatte gesagt, der Risikoscore ist noch keine Entscheidung. Wenn wir eine lokale Sparkassenfiliale haben, dann gibt es da Sachbearbeiter, die ihre Kunden seit Jahren kennen und sich auch gegen einen Score entscheiden können und sagen können, na, das wird schon klappen. Im Massenmarkt entscheiden tatsächlich Algorithmen, die müssen dann aber im Streitfall nachvollziehbar sein. Und der nächste Schritt sind dann selbstlernende Systeme, zum Beispiel neuronale Netze. Da ist das dann mit der Nachvollziehbarkeit vollends vorbei. Gestern kam die Meldung, dass Fukuoka Mutual Life Insurance und auch andere japanische Versicherungsunternehmen jetzt ihre Sachbearbeiter für Versicherungsansprüche durch künstliche Intelligenz ersetzen wollen, nämlich durch IBM Watson Explorer. Es geht eindeutig in diese Richtung. Scoring zielt darauf, dass jeder ausschließlich für sein individuelles Risiko seinen individuellen Preis bezahlt. Preisdifferenzierung, hatte ich schon gesagt, bedeutet Entsolidarisierung. Wenn das auf freiwilligem Verhaltenstracking basierte Rabattsystem sich einmal durchgesetzt hat, wenn das, was ich eingangs unter der Fairness-Rhetorik genannt hatte, an Vorteilen sich tatsächlich materialisiert und wenn es keine spektakulären Sicherheitsprobleme gibt, die den Ruf von Scoring vollends ruinieren, dann wird es sich absehbar normalisieren. Das heißt, die Risikominimierer sammeln sich dann alle unter diesen Telematiktarifen und die Riskanten bleiben in den Normaltarifen übrig. Die müssen logischerweise steigen, um das gesammelte Risiko abzusichern. Mit dem Ergebnis, die Armen bezahlen mehr. Dieser Zusammenhang ist von David Kaplowitz 1963 in diesem Buch erstmals festgestellt worden und er ist bis heute unverändert. Kleines Beispiel, reiche Leute kaufen sich eine Zigarettenpackung, arme Leute können sich nur eine Zigarette leisten und in Entwicklungsländern gibt es tatsächlich Straßenhändler, die einzelne Zigaretten verkaufen. Die sind logischerweise teurer als eine Zigarette in einer Packung. Dieser Zusammenhang setzt sich bei Scoring fort. Menschen, die sich kein Smartphone oder Fitnessarmband leisten können, die ein altes Auto fahren, die mit einer schlechten Ernährung aufgewachsen sind und so weiter, zahlen mehr. Und sie tun das systematisch, weil die Merkmale von Armut mit Risiko korreliert sind. Lösung hier, die Forderung, freie Tarifwahl muss gesichert werden, auch für Menschen, die sich nicht tracken und scoren lassen wollen. Und nicht die Lösung für alle Probleme, aber ein wichtiger Schritt ist das bedingungslose Grundeinkommen, das von immer mehr und immer unwahrscheinlicheren Menschen gefordert wird. Hier sehen wir den Siemens-Chef Joe Kaeser, der vor kurzem gesagt hat, er hält das Grundeinkommen für unvermeidlich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt auf eure Fragen. Cool, vielen Dank für diesen super interessanten Vortrag. Gibt es denn Fragen dazu? Fragen? Da hinten. Hallo, vielen Dank, Volker, für den Vortrag, auch wenn ich jetzt nur die letzte Hälfte mitbekommen habe. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie du die Brücke geschlagen hast von den sozialen Risiken von Scoring und individueller Risikoberechnung hin zum bedingungslosen Grundeinkommen. Kannst du noch ein ganz kleines bisschen erläutern, inwieweit das eine Lösung wäre für das Scoring-Problem? Also diese Entsolidarisierung, finde ich, ist das zentrale gesellschaftliche Problem, weil es auch eigentlich einen Bruch darstellt, ne? Letztlich mit unserer Kultur und auch mit einem gewissen Wohlfühleffekt, ne, den ja Solidarisierung in einer Gesellschaft mit sich bringen kann. Wie kann denn da ein bedingungsloses Grundeinkommen helfen, weil das ja eigentlich an diesen individuellen Risikoberechnungen zunächst mal nichts ändert? Das ist völlig richtig. Also auch mit einem garantierten Grundeinkommen werden die Merkmale von armen Menschen weiterhin genau dieses Risiko triggern. Dennoch
entfällt natürlich sozusagen die Existenzsicherung, die Angst darum, überhaupt morgen noch überleben zu können, durch ein Grundeinkommen. Und es macht Menschen das Leben einfacher. Es löst, wie gesagt, nicht alle Probleme, auch das Scoring und das Entsolidarisierungsproblem, aber möglicherweise setzt es auch politisch, gesellschaftlich ein Zeichen, dass Solidarität auch in gerade in neoliberalen Zeiten weiterhin ein Wert ist, den wir in der sozialen Marktwirtschaft oder in Alteuropa oder wo immer man das zuordnen möchte, ein so wichtiger Wert ist, dass es eine gesellschaftliche Anstrengung wert ist, den zu erhalten. Gut, noch mehr Fragen?2015 hat die chinesische Regierung einen Plan gestartet, wie gesagt bis 2020 diesen Social Score einzuführen und hat dann die großen Plattformen, also Alibaba, die größte Online-Handelsplattform der Welt, die größte Dating-Site in China und ähnliche Plattformen, angehalten, mit unterschiedlichsten Formen von Scores schon mal zu experimentieren. Die Regierung beobachtet das alles ganz genau. Das geht immer von einem klassischen Kreditscore von bei Alibaba, was zu dem, das am meisten verwendete Online-Zahlungssystem in China betreibt. Also das bezieht sich nicht nur auf die eigene Plattform, sondern auf ganz viele andere Handelsplattformen in China auch. Hier werden also kommerzielle Transaktionsdaten ausgewertet. Ganz offensichtlich werden aber auch andere öffentliche Datenbanken also Flensburg-Punkte und sowas, wer da ordentlich immer gleich bezahlt, kriegt Pluspunkte, wer da nachlässig ist, kriegt negative Punkte. Und da ist auch viel spekuliert worden, dass hier ein Gehorsam dem System gegenüber irgendwie erhoben werden soll. Das muss man mal abwarten. Das ist, die Gefahr liegt ganz deutlich da drin. Aber die Systeme, mit denen bislang gearbeitet wird, behaupten alle, Posts auf Social Media zum Beispiel werden nicht ausgewertet. Dass es möglich ist, dass es die Verfahren dafür gibt und dass es zum Teil auch schon Experimente damit gibt, wissen wir. Warum also, wenn hier wenig soziale Hemmnisse dem entgegenstehen, ausgerechnet das in China nicht gemacht werden soll, ist nicht so ganz nachvollziehbar. Also im Augenblick läuft das und aus diesen verschiedenen Pilotprojekten, sagen wir mal, entsteht dann etwas, was die Regierung in China flächendeckend ausrollen will. So viel wissen wir meines Wissens im Augenblick darüber. Und es wird verbindlich gemacht, also es wird ganz klar auch Folgen haben für, ich beantrage einen Pass, bist du ein treuer Bürger, dann geben wir dir den, ist dein Social Score zu niedrig, dann wird das leider nichts. Okay, das wird sich dann ja fortführen lassen, bekommst du einen Studienplatz oder bekommst du den Job und so. Okay, muss ich mal nachgucken. Ist eine spannende Sache, sollten wir auf jeden Fall beobachten. Gut, gibt es da noch Fragen da? Ich wollte auch mal Danke sagen für den Vortrag. Meiner Meinung nach ist es so, wenn es in den Bereich Versicherung reingeht, dann sehe ich das sehr bedenklich für die Zukunft, weil bisher konnte man ja den Datenreichtum irgendwie umgehen, indem man zum Beispiel bei vielen Sachen einfach nicht mitgemacht hat. Also wer kein Facebook hatte, hatte sich einiges Ärger ersparen können. Manche Apps muss man nicht benutzen, man muss kein Smartphone haben. Aber wenn es jetzt um solche Sachen geht wie Krankenversicherung, die möchte man eventuell schon ganz gern haben. Und deswegen finde ich das ein sehr wichtiges Thema, dass hier auch mal so trockene Sachen wie Versicherungen angesprochen werden, weil die uns wirklich alle betreffen.
Gut, also ich würde sagen, in einem System, in dem sich das normalisiert hat, macht man sich verdächtig, wenn man kein Facebook-Profil und so weiter hat. Gut, dann gibt es Leute, die sagen, naja, kein Problem, wenn ich weiß, worum es geht, ja, also das, was an Semantikanalyse von Facebook-Posts bekannt geworden ist, dann kann ich ja speziell dafür ein Facebook-Profil anlegen, betreibe das ein halbes Jahr, gehe dann mit diesem Profil an die Versicherung und habe das alles so eingerichtet, dass das wunderbar funktioniert. Aus China hat man das auch lesen können, dass Leute sagen, okay, ich habe halt ein Facebook-Profil, das ich tatsächlich benutze und eins, wo ich die ganzen Sachen, die der Regierung wohlgefällig sind und das System unterstützt, nichts mit Tiananmen und so, damit ich da sauber bin. Ich fürchte, bei der großen Zahl von Datenquellen, die hier zusammengeführt werden, wird das sehr schwierig sein, das System auf diese Weise sozusagen in unserem Interesse zu manipulieren. Ich fürchte, das wird verdammt schwierig werden, da rauszukommen. Okay, danke. Noch? Gut. Keine Fragen mehr? Dann vielen Dank, Volker Grasmuck, für den Vortrag.